Hallöchen, willkommen zu Hit Wars 2, die Eisbrutsaga, Episode 3. Und wir sollen jetzt zu diesem Vorratsbunker, der genau hier bei uns ist. Irgendwo. Und jetzt sollen wir mit dem Bunkerschacht interagieren, wo immer der jetzt ist. Der ist, ach da, ja, gut. Hey. Okay, scheiße. Okay, wir dürfen uns jetzt entscheiden. Weigern oder nicht, weil es für uns so ein bisschen merkwürdig ist. Ob wir das machen oder machen wollen oder nicht. Ich würde mal sagen, machen wir das nicht? Ach komm, wir werfen das in den Schacht rein. Und macht es bumm oder? Wow, das okay. Hätten wir das nicht gemacht und dann den Bunker betreten, vielleicht dann müssten wir die Gegner alle noch besiegen, die wahrscheinlich in dem Bunker drin sind. Und jetzt müssen wir das nicht mehr. Eventuell. Das ist, glaube ich, wieder so ein Grafikfehler, oder? Ja. Okay. Scheint so, als sind wir da nicht so ganz der Meinung von Zmudua. Also, das hat sich alles so ein bisschen. Das ist jetzt nicht so Kommandeur-like. Die Leichen sehen unbewaffnet aus, die Uniformen sind militärisch, aber sonst weist nichts darauf hin, dass es sich um Soldaten handeln könnte. Gut, weiter nach Beweisen. Wenn ihr davon ausgeht, dass das Ozon, das ihr riecht, nicht von der Kristallbombe stammt, scheint es, dass es eine aktive Werkstatt war, keine Kaserne für Vorräte. Gut, weiter nach Beweisen. Die im Raum verteilten Erfindungen sehen nicht wie irgendwelchen anderen aus, die ihr je gesehen habt. Dies könnte eine Forschungs- und Entwicklungsgruppe gewesen sein. Nach dem, was ihr in den Chaos erkennen könnt, sehen viele Erfindungen gut strukturiert und fast vollendet aus. Etwas von dem ihr euch vorstellen könnt, dass es Smoother nicht gefallen würde. Melde mich besser mal bei Ridlock und schaue, was er gefunden hat.
Hat hier irgendwie jemanden am Leben, der noch am Leben ist, gefunden. Achso, er hat niemanden mehr am Leben gefunden. Achso, okay. Aha. Jetzt geht das mit den Verhandlungen weiter. La 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 la. Haben die da auch den Ton vergessen oder was? Gut. Ja, jetzt bekommen wir hier nochmal so eine Blaupause. Das sieht wertvoll aus. Hier wird wirklich aufgespießt. Der Char-Leichnam eines. Ne, der Leichnam eines Chars aufgespießt. Bei den Dorn. Da, kann mal passieren. Pech, ne? So, wo sollen wir hin? Dahin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar die letzte Instanz jetzt schon ist. Wir rushen da jetzt hier ein bisschen so durch. Das ist leider. Ja, ist halt so, ne? Ist ein bisschen. Ist wirklich ein bisschen unbefriedigend, dass hier keine Vertonung ist, aber. Ich glaube auch mit Vertonung wäre die Story nicht so ganz. Ja, so. Also nicht das Besondere. Das war jetzt immer die Story, ne? Letztes Mal war es natürlich auch, in der letzten wirklichen Episode war es auch Drakkar, ne? Wir gehen mal nicht von den Visionen der Vergangenheit davon aus, ne? Das ist, war jetzt nur so ein Zwischending. Und ja, sag mal so, immer so, dass ist halt eben so bei Guild Wars, ne? Also da kommt da was Neues raus und irgendwas davon, von den neuen Sachen, ist irgendwie Kacke. Und das ist jetzt halt die, naja, ich würde sagen, mehr oder weniger die Story, weil die halt so ein bisschen mehr langweilig rüberkommt. Die Map ist cool. Aber. Achso, hier wird gesagt, irgendwelche komischen, irgendeine Höhle, ne? Wahrscheinlich eher so unterhalb. Irgendwo ein Lager oder Höhle oder so. Muss man natürlich mal gucken. Achso, das ist die. Ah, so die geheime Höhle hier wieder wahrscheinlich, ne? Warte mal. Umschwung, ist das hier Umschwung? Ja. Dann würde ich sagen, zeitlich auch noch alles im Lot und machen wir Umschwung. Einmal öffnen bitte. Hi. Ja. Ah, aha, aha. Ich mal hier, das ist irgendwie ganz merkwürdig, wenn ich da vorne. Also, mal hier hin. Macht mehr Sinn. Achso, jetzt ging ja schon. Ja, ist halt blöd. So. Reden die noch irgendwie was? Würde ich sagen,
Nee, es kommt hier, dann wird bestimmt jetzt noch irgendwas passieren, oder? Oder geht das so einfach jetzt? Wollte ich gerade sagen, irgendwie ist Mudo gerade auch nicht gerade besser als Banga. Das eskaliert doch hier noch. Was soll ich jetzt dazwischen gehen? Man soll jetzt so Halt machen. Halt! Geht gar nicht hier! Naja. Ja, Stahlfänger ist echt ein bisschen spät dran, ne? Muss er überhaupt? Trifft Frühland. Okay, jetzt muss er ja wahrscheinlich hier sein, oder? Nee, ich gehe jetzt aber. Muss hier hingehen? Aha! Nee. 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 Ach doch, da! Ha!
Das wäre natürlich jetzt alles ein bisschen cooler, ein bisschen schöner, wenn wir jetzt Sprachausgabe hätten, ne? Cutscene. Hätte mir zumindest irgendwie so einen Hintergrund-Soundtrack mal machen können oder so. Aber selbst das haben sie hier nicht gemacht. Hat er den jetzt abgestochen? Alter, Smudo ist doch kacke. Alter, ja. Okay, eventuell. Eskaliert das richtig hart noch. Ich habe euch vertraut. Warum war das jetzt wieder mit Sprachausgabe? Das ist komisch. Ich habe euch vertraut. Wahrscheinlich aus irgendeiner anderen Episode gerippt oder so. Weiß es nicht, also ich sag mal so, sind wir jetzt so ein bisschen auf Smudos Seite, aber irgendwie ist das auch nicht richtig. Der hat noch ein bisschen Leben hier. Achso, verfolgt Grünland. Ja, ich verfolge mal Grünland. Die sterben einfach nicht. Grünland, ich verfolge dich. Komme ich eigentlich auch nochmal aus dem Kampf? Grünland, warte. Okay, wird nicht weit kommen. Ich hätte gerne irgendwie ein Mount. Kann ich irgendeins benutzen hier? Keins. Doch doof. Grünland. Warte doch. Du hast dein Essen vergessen. Ja, das Moduskopf auf einen Spieß wäre natürlich eine Alternative. Wow, warum ruckelt das hier so? Oh fuck, Eisbrut. Was ist denn jetzt los? Das ist. Oh, das ist ganz uncool. Das ist so. Aber hier Frostlegion, sag mal, das ist doch Frostlegion. Ist das jetzt seine neue Legion, die er da gemacht hat? Oder sind die halt schon zur Hälfte irgendwie zu Jormark übergetreten? Das ist irgendwie ganz uncool hier gerade. Ich setz mal einen Nahkampf. Das ist ja. Oh ja, super.
Ich mache mal hier eine Nahkampf-Action, weil das ist irgendwie ganz doof hier für mich als Fernkämpfer, weil die alle mich in Nahkampf zwingen. Piu, piu, piu. Und jetzt? Oh, jetzt kommt das. Jetzt kommt die wirkliche Eisbrut. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das. Ich glaube, Banga hat da. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwie. Oh, warte mal, ich habe hier eine R-Fähigkeit. Artillerieschlag, okay, alles klar. Hatte ich schon vorher auch? Na gut, ne? Artillerieschlag! Wir heilen wie ein Wesen! Fühlt sich gut an! Wenn jetzt hier einfach Eisbrut. Das ist ja Frostlegion. Dann haben wir noch Eisbrot dazwischen und die greifen sich gegenseitig nicht an. Also muss es ja wohl irgendwie so sein, dass hier. Portale sehen übrigens mal wieder richtig nice aus. Das ist richtig gut gemacht hier. Wenn wir mal hingehen. Weil das haben sie. Der Effekt dort da so ist, ne? Das fand ich schon ganz cool gemacht. Ostlegion. Jetzt ist es nicht mal die Flammlegion, die böse ist, sondern die Frostlegion. Wir heilen wie ein Wesen. Lust zu töten steigt. Beschütze mich. Wir heilen wie ein Wesen. Ah, das ist mit dem Instanz-Ding hier, das ist doch doof hier. Lass ich ihn mal gucken. Ja, ich glaube, ich gehe wieder in Nahkampf, dann werde ich einfach sterben hier gleich wieder. Fühlt sich gut an. Ich glaube, ich unentschieden, ich bin doch nicht im Nahkampf. Lasst mich! Ich bin zurück. Ich will nicht mehr im Nahkampf. Wir heilen wie ein Wesen. Beschütze mich. Mariana, Nee, Varinia, Sturm, Hall. Die ist, glaube ich, auch schon Jormark. Bündet oder so. Beschütze mich! Die Stärke des Rudels! Ganz ehrlich, ich denke mal, dass Jormark nur so ein Spiel treibt, ne? Also der weiß ganz genau, was er da zu tun hat. Banga ist auch nur so, der glaubt so, oh, er kann Jormark kontrollieren und so, weil er genau das macht und das passiert, was er sich vorstellt, ne? Aber im Grunde genommen will Jormark genau das auch und will, dass er das glaubt und am Ende ist er doch am Arsch. Und dann retten wir ihn doch noch und dann... ne? Ist halt so, bestimmt.
Aber das ist hundertprozentig der Endkampf. Also das ist schon so typisch so ein bisschen längerer Bossfight, wie man es so kennt. Also ein bisschen mehr Mechanik hat als so die normalen Sachen. Punch, 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 Punch! Da war aber nichts, ne? Was ist denn das jetzt? Kühner Dunst. Und konstant Schaden. Oh fuck! Oh fuck! Okay, ja, gut. Eskaliert hier. Nein, nicht hinfallen. Na, ups, mal kurz heilen. Ja, wir haben es geschafft. Okay, das, ja, da haben wir gesehen, dass da auftritt das erste Mal der neuen Legion, nämlich der Frostlegion. Ja, im Grunde genommen eigentlich nur Jormags Marionetten, würde ich mal sagen. Und ja, das ist im Endeffekt das. Ja, das war's. Das war klar. Ja, dann haben wir das. Ehrlich gesagt, hier sehen wir nochmal die Chronik. Ehrlich gesagt, ja, also jetzt habe ich 6, jetzt kann ich das und das zumindest schon mal machen. Eben noch 3. Oh, wie sieht es hier aus? Oh,
Nee, es sind drei. Doch, genau. Es sind drei. Sag mal drei. Also im Endeffekt 3, 6, 12 Punkte. Genauso wie es gedacht habe. Ja. Im Grunde genommen ist es. Ja. Die Story war mehr oder weniger. Am Ende war es wieder so ein bisschen, oh, man hat das erste Mal die Frostlegion gesehen, was eigentlich ganz cool war. Damit man das, konnte man das auch mal so ein bisschen sehen. Aber ansonsten war das jetzt nicht so ganz so, wow, krass. Also, hey, der Shit. So, das war jetzt so eher so eine eher langweiligere Story. Leider. Wir haben hier fast alles durch. Ich würde mal sagen, dass wir hier noch in dieser, dass wir die Folge hier jetzt am Ende ein bisschen länger machen. Und jetzt erstmal schnell nochmal die letzten Sachen der Map Completion hier machen. Die wird jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen länger. Ist dann so. Aber wir schnell die Map Completion hinter mir haben. Was ist denn das jetzt hier? Wieso? Muss das sein, dass es hier so ein Kaklei-Energie-Scheiß ist? Mann! Das muss doch jetzt hier nicht sein. Ich will doch nur die Kacke hier erkunden. Muss ich hier ein komisches Ding rein, damit ich hier nicht Schaden nehme? Oh, das muss doch jetzt echt nicht sein. Oh, das nervt jetzt. Ja, wie gesagt, die Story, die so ein bisschen. Ja. Die wäre auch mit Vertonung eher so einschliefernd gewesen. Naja, das Neuabschnitt ist halt so. Also, tut mir leid. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist halt so. Wirklich so. Also, ganz so besonders ist die Story jetzt nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass ArenaNet irgendwie ein bisschen teilweise abbaut wieder. Und das ist doch seitdem es doch eigentlich eher ganz gut läuft, also die auch eigentlich ganz gute Ideen haben, jetzt bauen die wieder ab. Und das liegt nicht an Corona. Definitiv nicht. Also das ist ja nur, Corona ist ja jetzt hier nur. Das sieht wertvoll aus. Corona ist ja jetzt hier nur. Corona ist ja nur hier Tonung und so weiter und so fort, dass das jetzt nicht gemacht wurde. Aber die können ja immer noch von zu Hause arbeiten und können ja immer noch hier den Content raushauen, den und dann qualitativ da Sachen machen. Das haben sie nicht hinbekommen irgendwie. Also ich finde jetzt die Story, die ist langweilig. War jetzt nicht so spannend. Und die Map, die ist wirklich mal was Neues. Also das hatten wir so jetzt noch nicht so im PvE, ne? Aber auch hier wieder. Wenn die Map zu veraltet ist, das wird hinten und vorne nicht mehr funktionieren. Und das ist leider schade. Ne? Da muss man was machen. Da muss man einfach komplett an dem ganzen Content was ändern. Allgemein die Update-Politik, die ArenaNet fährt, die ist einfach, die funktioniert so nicht gut. Die ist für Neueinsteiger einfach komplett für den Arsch. Und das kann ich verstehen. Das kann ich super verstehen, weil das einfach, erstmal müssen Neueinsteiger diesen ganzen Content sich erkaufen. Und umso länger die warten, um Guild Wars 2 zu spielen, umso mehr haben sie dann an Sachen, die sie dann noch dazu kaufen müssen. Und dann ist es doch so, dass dieser ganze Content dann auch noch auf alten Maps abläuft, wo dann teilweise nicht mehr so viele Leute sind und dann die ganzen Events und Meta-Sachen dann auch gar nicht mehr gemacht werden, die teilweise auch, also die zum Teil auch vorausgesetzt werden bei manchen Sachen. Na? Wie soll das funktionieren?
Und das ist einfach so super schade. Guild Wars 2 ist ein so tolles Spiel. Und es wird leider, es geht da voll in eine ganz falsche Richtung. Also eine komplett falsche Richtung geht das alles ist gerade so ein bisschen. Also frustriert mega. Was jetzt contentmäßig ist, also was jetzt hier Story-Content ist. Das ist. Natürlich hätte man dann auch sagen können, okay, dann behält man einfach das Ganze bei mit dem, was ich damals zur lebendigen Welt Staffel 1 gemacht habe. Aber das ist dann natürlich auch doof, weil dann ist es, das ist das Problem ja da, dass die neuen Leute, also die dann eben Guild Wars 2 dann neu anfangen zu spielen, dann den Content ja gar nicht mal spielen können. So können sie zumindest den Content spielen. Aber, naja, die Maps können sie halt nicht komplett machen, weil, also natürlich schon irgendwie komplett erkunden, aber die Meta-Sachen können sie teilweise nicht machen, weil dann da fast niemand mehr ist. Und das sehe ich aber in meiner Spieleweise bei Guild Wars 2 ja auch selber. Ich bin auf den ganzen alten Maps bin ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr so auf hier, da wo Palava da ist und so weiter und so fort. Da bin ich eigentlich gar nicht mehr und mache da die ganzen Sachen. Und bei den ganzen Tyria-Maps, okay, da ist man irgendwie auch immer noch unterwegs und das geht ja auch noch, aber da ist das Problem mit der lebendigen Welt auch noch nicht so stark. Ja. Da muss sich echt was ändern. Das ist echt schade. Jetzt übrigens, ne, wer sich jetzt wundert, warum habe ich jetzt das aktiviert, da hat mir auch gerade einer auf mich gesnipert. Ich bin jetzt für die Zeit, wo ich das ansehe, unverwundbar, also da passiert nichts. Das ist echt, ja, nicht schön. So, Map haben wir auch erkundet. Flieg jetzt. Und, oder auch nicht. Fliege ich ihm nicht. Flieg jetzt hier mit dem Gleitschirm irgendwo hin. In Sicherheit. Sicherheit ist hier gut. Funktioniert nicht so ganz. Mal kurz, dass ich hier. Ah, ich kann ja mich hier teleportieren. Hier hin teleportieren. Ups. Ja, das war's also mit dieser Episode und ich sag mal so, das war nix. Das habe ich auch schon so erwartet, aber das war nix. Das war wieder ein Reinfall. Story ist langweilig. In dem Bereich leider. Die Map ist schön und gut, aber wenn es dann weitergeht mit der Story und so weiter und fort, dann ist man da auch nicht mehr so wirklich. Das ist leider alles nicht gut. Das, ja. Das. Da muss ich auch zu sagen, Leute. Das ist so eine Ankündigung, die ich jetzt hier treffe, für die jetzt zusehen. Und die das jetzt auch hier sehen, ne, nicht schon abgeschaltet haben. Ich will mich nicht zu 100% festlegen, aber es kann sein, dass wir eventuell noch eine oder andere Story hier in Guild Wars 2 spielen. Es kann sein, die Chance ist noch nicht auf mindestens 50%, aber sie ist halt schon so ein bisschen da.
dass wir vielleicht, oder dass ich vielleicht noch vor der nächsten Erweiterung Guild Wars 2 sein lassen werde. Wenn das so weitergeht und das einfach alles irgendwie belanglos und komplett irgendwie nicht mehr so schön ist, wie man das so kannte mal. Und dann sucht man sich da irgendwie was anderes oder man fokussiert sich dann halt, ja, weiß das nicht was, worauf man sich dann irgendwie fokussiert. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, vielleicht irgendwie nochmal Final Fantasy 14 oder sowas, dass man da nochmal reinguckt oder ne, sowas. Habe ich ja auch schon mal ein bisschen gemacht und storytechnisch kann man da wirklich gut was machen. Also Story, ich sag mal nur Final Fantasy 14, also Square Enix kriegt das besser mit der Geschichte hin, die zu erzählen in Final Fantasy 14, als in Guild Wars 2. Und Final Fantasy 14 ist ja eher noch so ein Spiel, das mehr an WoW angelehnt ist, also wo man dann wirklich noch Tap-Targeting und so weiter und so fort hat. Ne? Und das ist halt, ja, es ist frustrierend. Ne? Ich werde dazu, wenn das wirklich dazu kommen sollte und Guild Wars 2 dann auf dem Kanal komplett dann endet, weil es kann sein, dass das passiert. Die Chance ist halt da und es kann sein, dass es sogar noch bevor die nächste Erweiterung rauskommt, passieren wird. Ja, dann werde ich das aber auch wirklich nochmal ankündigen und sagen, du, das ist hier Ende. Weil das... Ich meine, ich habe dann auch irgendwann dann keinen Spaß mehr dran und das ist dann irgendwie auch, und das muss ja irgendwie auch da sein, der Spaß, sonst quält man sich dann nur durch. Ja. Wir werden mal sehen, wie das doch so weitergeht. Und währenddessen mache ich mich dann auch noch auf die Suche nach irgendwie eine Möglichkeit, einen Ersatz für Guild Wars 2 zu finden. Und ja, Final Fantasy 14 bietet sich wirklich an. Aber vielleicht gibt es auch noch was anderes, was man irgendwie als Ersatz holen kann. Und dann schauen wir mal. Ich würde nämlich gerne irgendwie immer so ein MMO mal irgendwie am Laufen halten, weil Final Fantasy 14 weiß ich noch nicht so, wie ich das mache. Da wird mindestens gewartet, bis dann diese Story-Verkürzung kommt. Also da ist, ne, weil die Hauptstory, also die Startstory von Realm Reborn ist ultra lang. Und dann gibt es ja die Story-Verkürzung dann bald mit dem nächsten Patch und dann dauert das nicht mehr so mega lange. Man muss dann mal gucken, wie man das dann macht. Also, ja, dann würde ich sagen, hier ist Ende und wir sehen uns dann wahrscheinlich noch zur nächsten Episode wieder. Wenn die gut wird, dann werde ich vielleicht auch wieder neue Hoffnung finden, dass ich das doch noch weitermache. Also die nächste Episode, da werden wir mindestens noch mal reingucken. Aber wer weiß, wie es dann sich weiter verläuft. Zumindest, ne, Guild Wars 2 ist auch nicht das einzige, was auf meinem Kanal läuft. Da gibt es auch viele andere Sachen, ne. Spyro haben wir ja auch gespielt. Wir haben auch, ja, noch am Start Book of Demons momentan. Und Spellforce 2 kommt dann ja auch noch. Und was ich auch noch sagen kann, zum Beispiel so als kleiner Wink, nicht Wink, sondern mit einem kleinen Hinblick auf, was doch kommen wird. Nier Automata, Leute, da könnt ihr euch auch noch drauf freuen, das wird kommen. Und dann auch noch Thronebreaker, Witcher Tale, also auch noch dieses eine Witcher-Spiel, das wird auch noch kommen und all das, ne? Also da wird noch ein bisschen was auf dem Kanal kommen, neben Guild Wars 2. Und wenn Guild Wars 2 dann irgendwann endet, dann wird es dafür auch einen Ersatz geben, aber da wird kein Problem sein, ja? Das lasst doch schön meine Sorge sein. Ihr müsst da euch nicht mit befassen und dann kriegen wir das schon hin. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal oder zu einem anderen Projekt vielleicht, wenn ihr Bock habt, da auch nochmal reinzugucken. Gibt da noch ein paar, vielleicht habt ihr auch noch ein paar ältere nicht gesehen. Vielleicht auch nochmal eins, was euch interessiert. Ja, schaut euch mal oben. Tschüss, ne?